Hallo liebe Freunde der Öcher-Pappnasen, da sind wir wieder und es ist Freitag, das Wochenende steht an und das letzte Sommerfestwochenende für uns steht an. Ja. Ja, die Zeit geht jetzt zu Ende und ja, wir haben noch was Spezielles, wir haben ein Sommerfest morgen, aber du kannst leider nicht dabei sein. Ja lieber Lars, ich kann leider nicht mit nach Babenberg fahren, ich habe noch eine Pflichtveranstaltung hier in Brand. Da ich ja letztes Jahr Prinz war vom Dreigestirn, bin ich morgen im Wald. Da gibt es nämlich schöne karnevalistische Spiele von der ersten Großen. Und da bin ich eben halt mit dabei. Und ich glaube, es wird feuchtfröhlich und ja, voller Anstrengung und was weiß ich noch alles mit Bollerwagen, was sie da alles erzählt haben. Es wird bei uns ganz witzig werden. Und deshalb ist morgen der Lars alleine unterwegs und du fährst nach. Ich fahre nach Badenberg zur ersten Badenberger Prinzengarde. Die haben morgen ihr Sommerfest mit diversen Gästen. Die Feuerwehr ist da etc. Also es gibt wieder viel zu sehen. Mhm. Und ja, ich schaue mich natürlich um und werde wie üblich mir ein paar Leute schnappen, die ich für die Kamera ziehe. Und da kriegen wir sicher ein paar super Bilder zusammen. Ja. Und dann schauen wir in den Nachmittag, späten Abend. Da ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung in Buchtscheid. Das Lichterfest. Und zwar das Buchtscheider Lichterfest ist eine ganz tolle Geschichte mit vielen Teelichtern, viele Lichter rund um den Kurpark, unten in die Kurparkterrassen. Da werden, ich sag mal, wenn es dunkel ist, sind die Lichter an. Also ein ganz tolles Ambiente. Mit vielen Gästen. Mit vielen Gästen. Karnevalistische Gäste sind unten. Da ist so eine kleine Bühne aufgebaut. Also das ist ganz toll. Also der Lars wird mich irgendwo im späten Nachmittag dann irgendwo im Wald abholen. Ich finde dich unter irgendeinem Busch wird er liegen und dann hole ich dich wieder da raus. Spätestens, wenn der Jäger mir den Po geschossen hat. Okay, also wie gesagt, im späten Abend fahren wir dann mal nach Buchtscheid zum Lichterfest und schauen mal, was da ist und lassen da eben halt das karnevalistische Sommerfest-Event-Veranstaltung ausklingen. Genau. Also, es geht zu Ende, aber nur die Sommerfeste. Danach geht es natürlich erst richtig los. Ja. Dazu sagen wir auch noch mal was. Das kommt aber zu einem anderen Zeitpunkt. Da werden wir euch noch informieren. Ja. Und, also ich weiß, ja, also da haben wir ja eine ganze Menge vor, oder? Ja, wir haben viele Ideen. Wir haben... Wir sind in der Vorbereitung, würde ich sagen. Ja, wir sind in der Vorbereitung. Ich sage mal so, wir lassen teils den Wahnsinn in unseren Köpfen freien Lauf. Wir gucken mal, wie es was dabei rumkommt. Ja, nee, aber da erstmal machen wir noch das Sommerfest zu Ende, die Zeit der Sommerfeste. Und ja, wir sehen uns dann am Wochenende hoffentlich. Und da werden wir uns schön amüsieren. Ich glaube, wir sollten uns weniger treffen, dann haben wir weniger Scheiß im Kopf und was wir uns da rausdrücken. Ja, vielleicht sollten wir das ein bisschen begrenzen. Wir reden einfach zu viel. Ich wollte gerade sagen, also Leute, bleibt dran. Genau. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Noch zwei, drei Sachen müssen wir planen und dann seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Was wollen wir alles vorhaben? Korrekt. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao, ciao. Schönes Wochenende. Wir sehen uns.